Die Global Sustainable Development Goals gelten für über 190 Staaten weltweit. Es geht um den Kampf gegen Armut und Hunger, für eine bessere Gesundheitsversorgung und gegen die Umweltzerstörung. Professor Dr. Joachim von Braun arbeitet daran seit vielen Jahren am Zentrum für Entwicklungsforschung der Universität Bonn. Die Welt als Ganze soll eine Zukunft schaffen, die für die nächsten Generationen lebenswert nachhaltig sind. Das Ziel, Wohlfahrt zu schaffen, betrifft nach wie vor die große Mehrheit der Menschheit, der zurzeit 7,6 Milliarden Menschen. Von denen ungefähr 1 Milliarde in absoluter Armut, 800 Millionen in Hunger leben. Wir dürfen das nicht durch die deutsche Brille sehen und den deutschen Wohlfahrtsstaat und seine Weiterentwicklung vergleichen mit dem, was bei den Ärmsten der Armen tatsächlich passieren muss. Wohlfahrtssteigerung für die Welt als Ganze ist nach wie vor notwendig, aber der Nachholbedarf der armen Länder ist eine Priorität der Entwicklungsziele. Nicht umsonst steht das Armutsziel ganz oben an. Nachhaltigkeit hat zumindest drei Dimensionen: ökonomische, soziale und Umweltdimension. Und die müssen alle verfolgt werden. Das sind nicht Säulen, sondern die sind miteinander verbunden. Viele sprechen auch von der kulturellen Dimension der Nachhaltigkeit. Ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, das sozial unausgewogen ist und sehr ungleich ist, ist nicht nachhaltig. Es geht nicht nur darum, die Klimaprobleme, die Wasser- und Bodenprobleme und die Biodiversitätsprobleme anzugehen. Das ist wahnsinnig wichtig. Aber genauso geht es darum, dass wir soziale und ökonomische Nachhaltigkeit erzielen. Nach der Unterzeichnung der Sustainable Development Goals auf UN-Ebene kommt es jetzt auf die Umsetzung vor Ort an. Jeder von uns ist gefordert. Und zwar nicht nur die gerade genannten Gruppen, Staat, Wirtschaft, Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen, auch alle Altersgruppen, Schulen, Jugendgruppen. Denn es geht ja vor allem um die. Und da sehe ich auch im Dialog mit jungen Leuten in der Wissenschaft und außerhalb eine wirkliche Bereitschaft, aus diesen Nachhaltigkeitszielen was für ihre eigene Zukunft zu tun.